Stell dir vor, du gehst zum Ponyreiten und die Ponys sehen gar nicht so aus, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie man es früher mal vom Ponyreiten beim Dorffest her kannte. Das hier ist die wunderschön gelegene Reitanlage am Kirchenberg in Dietz. Der heimische Reit-, Zucht- und Fahrverein Dietz war Ausrichter des süddeutschen Pony-Hallen-Championats. Die Kaderathleten aus 7 Bundesländern trafen sich zu Spring- und Dressurprüfungen. 3 Tage, 100 Reiter, 400 Starts und 130 Ponys, die mittlerweile im Wettkampf bis zu 1,48 Meter groß sein dürfen und deshalb für den Laien gar nicht mehr so aussehen wie Ponys. Wir blicken zunächst einmal auf das Dressurreiten, sprechen mit dem Landestrainer, auf was es ankommt. Um genaues Reiten, das steht in erster Linie, genaues Abreiten der einzelnen Lektionen, der einzelnen Hufschlagfiguren und dann eben in Verbindung die Qualität der Pony. Qualität heißt Bewegungsqualität in allen 3 Grundgangarten. Wir brauchen einen sehr ordentlichen Schritt, wir brauchen einen qualitätsvollen Trab, Schwung mit viel Ausdruck, wir brauchen eine deutliche Bergauf-Galoppade im Galopp und daraus resultieren dann die Noten. Um die es zum Beispiel für Franziska Nölken ging. Sie kommt aus Windhagen im Kreis Neuwied, startet für den RV Kurtscheid. Sie gehört zum sogenannten D-Kader, der die Besten des Landes bis zum Alter von 16 Jahren zusammenbringt. Franziska ist 13 Jahre alt. Und natürlich eine absolute Pferdeliebhaberin. Ja, ich finde es einfach toll zuzusehen, wie sich die Pferde so bewegen, so leichttrittig und ja, man fühlt sich einfach toll um drauf, wenn man die einzelnen Lektionen reitet und ja, weil man kann alles aus dem Pferd dann auch rausholen, wenn was bei der letzten Aufgabe nicht so gut war. Also eigentlich reite ich seit klein auf durch meinen Opa, der ist auch immer geritten und ich saß als Baby schon immer auf dem Pferd. Und hat mich kaum noch runterbekommen. Ja, und ich liebe es einfach mit Pferden zu arbeiten. Und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, auf dem Pferd zu sitzen. In dieser Prüfung reichte es am Ende zwar nur zu Rang 21 und damit war sie zunächst auch gar nicht so glücklich. Vom Heimtrainer aber gab es Lob für Reiterin Franziska und Pony Bolero. Sehr zufrieden bin ich damit. Also ich kann mich nicht beschweren, hat sie sehr gut gemacht, das Maximale aus dem Pony rausgeholt. So ein paar Kleinigkeiten, aber die sind immer irgendwo, ne? So ist das im Reitsport. Es sind halt Tiere, mit denen man arbeitet und doch bin ich sehr zufrieden. Seit knapp 3 Jahren trainieren Franziska und Bolero bei Mike Schemmann, haben mit den einfachsten Übungen begonnen und sich mittlerweile an Schwierigste herangearbeitet. Was es dafür braucht? Ja, so ein bisschen Talent sollte schon vorhanden sein und Engagement, Liebe zum Tier ist ganz wichtig, weil das ist nun mal ein Partner, der mit einem kämpfen muss und wenn da die Liebe nicht vorhanden ist zum Tier, dann ist es immer so ein bisschen gegeneinander spielen und das ist nicht so von Vorteil. Das Süddeutsche Pony-Championat ist eine der wichtigsten Sichtungen für nationale Titelkämpfe wie die deutschen Meisterschaften oder internationale Herausforderungen wie die Europameisterschaften. Franziska Nölken hat klare Ziele vor Augen. Ich will auf jeden Fall international irgendwann gehen, auch im Ponysport. Ich will gerne auf die Europameisterschaft und auf die deutsche Meisterschaft, das will ich gerne versuchen. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Vorher gehört noch einmal dem Landestrainer das Wort. Neben Rheinland-Pfalz waren auch Kaderathleten aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, dem Saarland, Sachsen und Thüringen am Start. Das Fazit aus rheinland-pfälzischer Sicht. Die Mädels haben sich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Wir haben zweimal platziert, einmal kurz aus der Platzierung raus. Das war in Ordnung. Wir haben ein sehr unterschiedliches Team dabei, sehr junge. Unsere Jüngste ist 12. Ja, und auch die war eine aus der Platzierung. Also es fängt an zu laufen. Sind wir sehr zufrieden. Ostermontag, 3. und letzter Turniertag. Das Highlight für die Springreiter steht an und will bestens vorbereitet sein. Ein Ponyspringen der Klasse M mit Stechen. Das sind Hindernisse, die es wirklich in sich haben für den Ponysport. Sepp Gemein ist nicht nur Parcourschef und in Dietz heimisch, er ist auch Landestrainer Ponyreiten mit dem Schwerpunkt Sprung. Mit Blick auf den Kader sieht er noch Luft nach oben. Das ist immer so ein bisschen, wenn es mit Sprüngen zu tun hat, sprunghaft auch schon mal. Wir sind im Moment wieder in der Aufbauphase. Wir haben zwar gestern mit der Marie Entwistel bei den L-Springen, gestern und noch heute, die Siegerin gestellt. Aber das sollte nicht dazu verleiten, dass wir jetzt wieder oben sind, sondern wir sind eigentlich noch im Aufbau. Wir brauchen noch ein paar gute Junge noch nach. Und ich denke mal, wenn da wieder was kommt, können wir auch noch mal besser durchstarten. Das Highlight in Dietz findet am Ende ohne rheinland-pfälzische Teilnehmer statt. Ein Lob gab es dennoch, und zwar von allen Seiten für den gastgebenden Verein aus Dietz, der dieses wichtige Championat perfekt organisiert hatte. Und natürlich
Für die Siegerin. Im Stechen gewinnt Theresa Volkmann für Baden-Württemberg auf D'Amigo. 3 Turniertage mit vielen Talenten, die über Dietz den Weg in die nationale Spitze schaffen könnten. Und vielleicht ja auch zu Erfolgen bei Europameisterschaften oder sogar den Olympischen Spielen.